Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins, zwei... Ah, ich bin blind! Ich bin blind! Und? Wow, du hast es wirklich geschafft. Ja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär, wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Gesundheit. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na. Aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Fletus herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Fletus angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Mittlerweile ist Tiefes auch relativ egal. Kann ich aber auch verstehen. Irgendwann nicht auch. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Ganosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenpass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar! Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengflammen blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Fletus gerettet. Genau so war's. Errungenschaft Vergangenheitsbild. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja! Was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich konnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Oh, ich darf jetzt endlich Goal retten. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Goal! Ich rette dich! Ach doch! Was sagst du? Ach doch! Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort! Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonier-Ass! Ah! Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Na Gott sei Dank. Was macht denn der Kanone? Einheben.
Was macht denn der Hebel? Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden! Genau! Die manuelle Dingens! Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen! Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen! Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau! Voll extrem! Oh, ich bin ja so gespannt! Kommt abbremsen. Jetzt die extreme... Die was? Ein super... Ja. Oh, ich bin ja so... Du sollst abbremsen! Warum kann ich nur... Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und nein. Dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Kann ich jetzt schießen? Na toll, hier ist die Munition alle. Na, no. Kann ich das nochmal nehmen? Hui, das sprühen aber die Funken. Kann ich noch mehr hier bin? Super, Arme geholt. Arme geholt. Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier einen Teil haben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, keine Propaganda. Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. Ja, das ist nicht der Sinn eines Feuerwehrmanns. Mir ist ein famoser Feuerwehrmann. Staubkugel. Ja, sie ist heiß. Ich kann seinen Mantel jetzt nicht löschen. Dieser Held muss einen richtigen Menschen retten. Ein richtiger? Kanone. Ich glaube, rüberschießen. Ja, und jetzt? Ah! Okay. Was? Wie ein Teufelsherr! Das ist schlau! Das ist schlau. Ja. Ah, wir haben die Axt. Geh! Halten! Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Und um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Husser mit Heliumgas. Wo sind wir denn hier? Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Rufus, habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus. Wir. Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Weil Rufus euch so voll schweißt. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt.
Das ja. Aber sauer? Nein. Sicher? Es war schon irgendwie lässig. Na. Haben sie zwar erst in die Situation gebracht, aber haben sie auch ausgerettet. Na dann, nehmen wir mal zu den drei Fragezeichen. Rufus heute noch. Ein bisschen schneller. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme drei Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. Rufus. Was ist das denn auf dem Arschfalle? Das wäre ja zu peinlich. Was ist das für ein Hotel und wo sind die anderen? Und da ist die Toilette, okay. Toilettentür ist alles nur Fragezeichen. Ja, komm, erst mal ich hab schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Bestimmt. So Autobahnraststätten oder so. Oder die Mädchentoilette in der Schule. Sieht prinzipiell schlimmer aus als die von Hört denn die Kackerei bald auf? Setzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Das war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Aha. Ich vermute fast, da ist die Anmeldung, oder? Ich meine, da, wo man zuerst vorbeikommt. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Huch, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ja, hier, eigentlich suche ich wirklich nur meine Freunde. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich verstorben? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Danke, mein Bester. Ah. Ja, genau. Spukt es hier etwa, oder? Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Schade, ich habe immer mal eine Jungfrau bei mir. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja,
Aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Aber hier, ja, das meinte ich ja eh schon. Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Zapp. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das, ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Hm. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Hm. Das geht? Muss ich ja gleich mal mitnehmen für meine Sammlung. Die Flasche fällt hier total auf. Ist das überhaupt eine Flasche? Auf jeden Fall das, was ja ist. Also, Rufus. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Ist gut, Rufus. Hör auf, bitte, mit dem Würfelhusten. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Dann hängst du gerade. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Nein, das lassen wir mal, bitte. Das machen wir noch nicht. Ich vermute mal, die Zimmer sind da, aber wir gehen erstmal hier lang. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Was? Verdammt. Okay, hier sind so komische Zeichen drauf. Auf der Waschmaschine. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Männer stehen. Bosos Anzug. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Aber warum hängt hier Bosos Anzug? Mysteriöse Wäschesektion. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Entschuldigung, dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt.
dann gehe ich mal wieder. Da ist also die Wäscherei. Hier sind die Zimmer. Nehme ich dann vielleicht... Ich schraub doch erstmal mit der Mutter rum. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. War ja klar, das liegt gar nicht. Na, dann ist ja gut. Sonst fällt mir das ganze Hotel hier runter. Geht's auch noch runter? Was ist da? Heizung. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann.